Okay. Wir können das erstmal vergessen, dass wir hier irgendwie was machen können gegen Freeze. Ein Frontalangriff auf Freeze in seinem Anzug wird nichts bringen. Ja, das merke ich schon. Wo ist der Rest von euch? Kommt her und haltet euch an unsere Vereinbarung. Wo ist deine Entschlossenheit? Dieser Raum enthält einige Halbformationen, Master Bruce. Nutzen Sie sie zu Ihrem Vorteil. Du hast mir keine Wahl gelassen. Oh, da steht er doch perfekt. Du bist einfallsreich, das muss ich dir lassen. Findet ihn, Dummkopf. Wie ist er entkommen? Also Batman, komm heraus und tu, was du tun musst. Du willst mich aufhalten? Dann wag dich aus dem Schatten heraus mit diesem Schnurr. Mach mich bloß wütend. Meine Geduld. Meine Geduld. Du machst mich bloß wütend. Jetzt komm hier, naja. Und findet den Batman. Versuch, konzentrier dich. Jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal den Typen hier wegmachen. Kommt her und haltet euch an unsere Vereinbarung. Boah, da kommen halt immer wieder Nachschub, ne? Wo bist du? Na. Er ist entwischt. Komm. Durchsuch die Gegend. Boah, wie er da nicht. Wie da halt nicht hoch will, ey. Was siehst du da? Lass ihn nicht noch einmal entkommen! So, mal sehen. Jetzt müssen wir den eigentlich nur noch ein paar Mal hauen, weil ich glaube mal, fürs Erste haben wir Ruhe, was andere Gegner angeht. Hier drüben! Ah, okay, ich kann mich also nicht einfach von ihm, an ihn anschleichen. Schleicht ihn raus! Ich erledige den Rest! Findet ihn! Teste nicht meine Geduld! Verdammt, Batman! Du zwingst mich hierzu! Versuch das nochmal. Wo ist deine Entschlossenheit? Meine ist so stark wie nie zuvor. Durchsuch die Gegend. Die Frage ist jetzt natürlich, was kann ich noch alles gegen ihn machen? Ich kann ja nicht einfach immer hoffen, dass er halt. Oh, verdammt. Ich kann ja nicht einfach immer nur hoffen, dass er zufälligerweise wo er hingeht. Da kann ich ihn auch nicht ausschalten. Enttäuscht mich nicht. Ich. Krieg dich schon, Batman! Findet ihn endlich!
Wo bist du? Ich weiß, dass du da oben bist. Was siehst du da? So belohnt Batman eure Inkompetenz. Wo bist du? Oh Gott, falsch. Entwischt. Das ist keine Technik. Mein Anzug ist robust, Batman. Aber was mache ich denn jetzt noch gegen ihn? Also Batman, komm heraus und tu, was du tun musst. Das hier ging ja auch nicht. Du willst dich aufhalten? Dann wag dich auf. Ah doch. Biogenische Eindämmung versagt. Dieser Anzug verfügt über mehrere Notfallsysteme. Gefährdet. Nein! Wenn ich unter ihn gelange, kann ich ihn von da ausschalten. Eindämmungsfehler in Kapsel 1. Subjekt Nora Fries ist gefährdet. Ich hätte ihn einfach töten sollen. Ihn und die Fledermaus. Naja, ich bin ja unter ihm mehr oder weniger, oder? Warum habe ich ihn nicht einfach getötet? Ah, da. Kryogenische Eindämmung versagt. Subjekt Nora Fries ist gefährdet. Fürs Anpacken, Batman. Aber du hättest deine Nase nicht in meine Angelegenheiten stecken sollen. Und ich dachte, es würde schwer werden, zu erklären, was in deinem Labor geschah. Nach allem, was du getan hast, wird sich die Polizei nicht für mich interessieren. Und nach dem Tod der Fledermaus ist niemand übrig, der mit dem Finger auf mich zeigt. Nora. Damit bleibst nur noch du. Bitte, du kannst sie retten. Du musst einfach nur den Biokopf. Sie stirbt. Du jedoch lebst gerade noch lange genug, um ihren Tod mit anzusehen. Okay, jetzt muss ich Mr. Freeze retten. Jetzt wird der Boiler ganz schön verprügelt werden von mir. Batman hat ja gesagt, er wird die Trage brauchen. Aber nicht für Mr. Freeze. Setzen Sie sich, Sie Wohltäter. Tut mir leid, Victor. Ich kann dir keinen Frieden geben, aber ich gebe dir Gerechtigkeit. Ja, das war's jetzt mit dem Batman Arkham Origins DLC Cold Cold Heart. Also ich fand ihn auf jeden Fall ziemlich cool, so mal die Vorgeschichte zu sehen. Oh, und da wird noch was geredet. Dann sage ich auf jeden Fall schon mal Ciao, man sieht sich beim nächsten Let's Play und ich lasse auch die Credits laufen. Einen Wiederantritt bei der Wahl im kommenden Jahr nicht ausgeschlossen hat, bedeutet sein Rücktritt doch, dass Peter Grogan wohl nicht Gothams nächster Police Commissioner werden wird.
Bei den Spekulationen darüber, wen der kommende Bürgermeister zum Commissioner ernennen könnte, steht der Name des GCPD-Captains James Gordon an erster Stelle. Und jetzt nach South Gotham, wo Vicky Vale mit einem Live-Bericht auf uns wartet. Danke, Janine. Ich befinde mich hier vor der Konzernzentrale von Gothcorp, wo Captain Gordon gerade bekannt gegeben hat, dass der CEO der Firma in Polizeigewahrsam genommen wurde. Der Polizei zufolge wird Mr. Boyle des Totschlags, der Erpressung und des versuchten Mordes bezichtigt. Und dabei nahm er erst vor ein paar Stunden von der Wayne-Stiftung die Auszeichnung als Wohltäter des Jahres entgegen. Ebenfalls verhaftet wurden der berüchtigte Unterweltboss Oswald Cobblepot, besser bekannt als der Pinguin, und ein Kryogenikforscher von Gothcorp namens Victor Freeze. Freeze befindet sich jetzt im Gotham General, wo er aufgrund einer nicht genauer benannten Erkrankung behandelt wird. Quincy Sharp ließ verlauten, dass Mr. Freeze nur ein weiteres Beispiel für die Sorte Verbrecher sei, die eine Sonderbehandlung bedürfe, wie sie nur Arkham Asylum bieten könnte. Laut der Polizei sind die Festnahmen das Resultat solider Ermittlungen, aber ich persönlich vermute, dass der als Batman bekannte Gesetzeshüter mehr als nur eine kleine Rolle spielte. Nebenbei bemerkt bin ich Batman zu großem Dank verpflichtet, da er mich heute Abend vor dem sicheren Tod gerettet hat. Vielen Dank, Batman. Von uns allen. Zurück zu dir, Janine. Danke, Vicky. Der Batman ist also auch weiterhin eines der heißesten Themen dieser Feiertage. Wir hier bei GNN wünschen Ihnen allen eine unbeschwerte Silvesternacht. Hier zum Abschluss noch ein paar der Kommentare, die wir über den geheimnisvollen Gesetzeshüter erhalten haben. Ich war umzingelt und ganz plötzlich, bam, boom, kabum, sind all diese Mistkerle auf dem Boden. K.O. Ich hab ihn nicht mal kommen sehen. Oh, er war wie ein Blitz, ist plötzlich wie aus dem Nichts aufgetaucht. Hören Sie, ich bin Polizist. Ich kann seine Taten nicht gutheißen, aber dankbar kann ich ihm schon sein. Oh, den gibt's definitiv. Meine blauen Flecken beweisen's. Es gibt ihn. Er ist gnadenlos und nichts auf dieser Welt wird ihn aufhalten.